Ach so. Der wurde aufgehängt. Ach Gott, sieh dir das an. Kadaver meilenweit. Die kamen mit aller Grausamkeit, die sie besaßen. Ja, vor allem jetzt. Also, was war das denn für ein Spruch, ey? Soweit ich weiß, sind wir hier auch durchgegangen und haben alle getötet, die sich uns in den Weg gestellt haben. Also, tu jetzt mal nicht so, als wenn nur die das machen würden. Und jetzt habe ich mir die ganze Zeit alle Pfeile hergestellt und jetzt. Ich bin so blöde. Ich hätte sie einfach ausrauben sollen. Egal. Was ist hier denn los? Was zur Hölle ist das für ein Vieh? Ist das echt eine Beutelratte? Was ist das für ein Vieh? Eieiei, die haben alles abgefackelt hier. Hutia-Pelz. Was ist das denn? Kenn ich nicht. Okay. Ah, jetzt verstehe ich. Das soll einfach damals, als er da hierher gekommen ist, war er nur auf dem Profit aus. Jetzt ist er ja komplett ein anderer Mensch. Wie viel Zeit ist seitdem eigentlich vergangen? Ich habe das nicht richtig verfolgen können. 1-2 Jahre, oder? Seitdem er hier mit Roberts war? Na, wie lange ist vergangen? Ich weiß es echt nicht. Moment. Alto, quiero muere. Der Teufel soll dich holen. Fass nicht meine Braut an. Keine Sorge, ich beschütze dich. Einfach weglaufen. Aber das waren nur drei, Alter. Das waren nur drei Leute, oder? Dann habe ich mich verguckt? Habe ich irgendwo welche übersehen, oder kommen da welche? Einfach mal upwaiten, gerade mal. Alles sehr eigenartig. Was ist das? Später, Anne. Ich erzähle es dir, wenn du kommst. Der Rest der Leute ist schon drin, oder wie? Ist das der Ort, den wir gesucht haben? Jo. Ei,
Ei. Halte hier Wache. Niemand darf mir folgen. Bereit für noch ein Dutzend Kämpfe. Ei. Mis piernas! Mis piernas! Venga, muévete! No puedo! Mis piernas no responden! ¡Déjalo! ¡Déjalo! ¡Moriremos todos! ¿Has oído? ¡Levántate! ¡No quiero dejarte aquí! ¡Será vuestro funeral! ¡Por favor! ¡Por favor! No me ich hätte vielleicht springen sollen. Shit, shit, shit. Kommt er nochmal zurück? Ja. ¡El pirata está aquí! ¡Du Scheißsau, du! Daran. Oder da. Daran springen. Oh mein Gott, oh mein Gott. Scheiße, ich will jetzt hier nicht abstürzen. Ne? Aber wer hat das aktiviert? Wer hat das Ganze hier aktiviert und womit vor allem? Warte mal. Schaffen wir das? Hemos activado algo. Mensch, das gibt's doch nicht. Ihr habt's gesehen, ja, ich hab's voll drauf. Dankeschön. Ich bin so ein Spast. Und wie kann man denn 5 Pfeile oder wie viele Steine geschossen haben, verballern alles? Selbst wenn der Boden wackelt und so weiter, das ist jetzt auch nicht die ultimative Ausrede. Ist trotzdem ein bisschen peinlich. Registradlo todo. Hay que parar esta locura. Nuestro deber es quedarnos con Torres. ¿Dónde vais? Está a cero. Lo tengo encañonado. Den habe ich jetzt aber getroffen. Hier. Okay, diese Rohre passen hier gerade überhaupt nicht optisch rein. Null. Null passen hier rein. Das ist schon wieder viel zu menschlich, so ganz normal. Na komm. Ich
Ich bin nur nach rechts gegangen. Ich hab's versucht. Warum hat er... Ach, egal. Einfach wieder mal von vorne machen wahrscheinlich. Oh, nicht ganz. Aber das war jetzt mein Fehler. Das war komplett mein Fehler. Oh Gott, ich bin zu früh losgegangen. Abwarten. Einfach abwarten. Abwarten, lieber auf Nummer sicher gehen. Es wäre zu einfach, den von hier aus abzuknallen, ne? Wir hätten uns zusammentun können, Edward. Wir hätten die Macht übernehmen können. Quatsch, keine Opern. Captain Kenway. Immerzu ein Dorn in meinem Auge. Erfüllt dich dieser Mord mit Stolz? Ich habe nur ein Werk vollendet, Torres. Wie du es auch getan hättest. Wie ich es getan habe, denke ich. Dir ist keine Familie geblieben, keine Freunde, keine Zukunft. Deine Verluste sind weit größer als unsere. Das mag sein. Aber dein Tod macht ein größeres Übel wett, als ich selbst je beging. Und daran glaubst du wahrhaftig? Ihr wolltet die ganze Menschheit einsperren in einen watteweichen Käfig. Warm und sicher, jedoch taub und abgestumpft, jeder Seele beraubt. Also ja, nach alledem, was ich in den letzten Jahren sah, glaube ich fest daran. Ihr tragt eure Überzeugung gut. Sie steht euch. Torres hat etwas Böses erweckt. Sind wir sicher? Da wir den Apparat haben, glaube ich schon. Wie nennt ihr diesen Ort? Captain Kenways Torheit. Etzavoltes utukila. Ka venen. Wir versiegeln den Ort und werfen den Schlüssel weg. Bis ein anderer Weiser erscheint, bleibt die Tür verschlossen. Hier waren Gefäße, als sie zuletzt hier war. Voll mit dem Blut früherer Menschen, sagte Roberts. Doch, nun sind sie fort. Dann liegt es an uns, sie zurückzuholen, bevor die Templer davon Wind bekommen. Dabei könntet ihr uns helfen. Werde ich, aber... erst wenn ich daheim alles in Ordnung gebracht habe. Das kam letzte Woche an. Ja, was das wohl heißt jetzt? Seine Frau ist tot. Bei der Geburt seines Kindes gestorben, weil sie war ja schwanger, das hat man ja gesehen. Als sie Haysom bekommen hat vielleicht, oder seine Schwester, wer kam zuerst? War seine Schwester jünger als Haysom selbst? Das weiß ich zum Beispiel nicht.
Egal, weiter. Einfach weitermachen. Herausfinden. Aber so wie er guckt, ist sie wohl gestorben. Und ich schätze mal, um es dramatisch zu machen, bei der Geburt seines Kindes. Was dramatisch genug ist und traurig genug vor allem. Falls es so ist, ich weiß es nicht. So genau habe ich das nämlich nicht nachgelesen, weil ich das dann doch lieber in Spieleform erlebe, als es nachzulesen alles. Ich habe nur gelesen, dass Hazem eine Schwester hat zum Beispiel. Und noch andere Sachen, zum Beispiel über Kenway, also Edward meine ich.